Was soll man hier machen? Sabotage, okay. Sabotage also. Gut, Leute. Konzentration. Das kann ich hier noch nie öffnen. Ist natürlich blöd. Da ist das Ding. Wir wollen den Attentäter. Ich glaube, der könnte eine Bereicherung sein. Das interessiert keinen, wenn der da so dasteht einfach, ne? Nicht kapern, mitnehmen, mitnehmen. Gut. Sieht hier nur komisch, ne? Technikpunkte gibt's hier auch. Gut, gucken wir uns erstmal. Na. Will er die nicht hacken? Dort ist so ein Vogel. So also eine CTOS-Drohne. Da ist der, da ist der. Ach, so viel sind hier gar nicht, ne? Ah, ich wollte eigentlich Brian nehmen, weil ich immer so viel im Nahkampf mache. Was sind jetzt gerade deine Lieblingsspiele? Oh. Ich habe viele zurzeit. Also jetzt, dadurch, dass es wieder zu gehen scheint, Watch Dogs, ja, SnowRunner immer noch, Witcher 3 spiele ich halt zurzeit auch immer mal hin und wieder, ja, Cyberpunk muss ich auch mit erwähnen, das macht auch Laune, das sind so die, die zurzeit eigentlich immer so am Spielen bin. Deine Augenlider werden schwer. Die Sabotage ist auf jeden Fall aber dort drinnen. Wie komme ich hier rein? Okay. Da ist einer. Gut, da müsste ich eh noch warten, bis ich die ablenken kann. Wir können ja schon mal gucken, dass man hier. Ist keine Kamera ein bisschen näher? Können wir schon mal aufmachen. Vielleicht wird die dadurch ja auch angelockt. Ach, jetzt bewegt sie sich auf einmal, oder was? Das ist ja super. Ah! Scheiße! Aus! Ich hab mich echt verdrückt. Pissnelke! Du bist eine Pissnelke! Hier alles. So verkriechen. Du hörst mir gar nicht zu. Okay, da oben Schlüssel, Schlüssel. Guck mal, hier ist erstmal eine Kamera. Gucken wir uns erstmal um. Okay. Fängst du Assassin's Creed Valhalla an, also das Spiel, oder magst du das nicht? Ich habe das tatsächlich schon angefangen. Aber dadurch, dass ich zurzeit sehr viel spiele und dass es da halt auch so eine Probleme mit dem automatisch Speichern gab, habe ich das nicht weitergespielt jetzt. Leute, hier sind schon ein ganz paar. Du wirst entdeckt. Scheiße. Okay. Der hat wenigstens jetzt keinen alarmiert. Gut, wir haben auf jeden Fall schon mal den Schlüssel. Hier ist ja so viel Zeug. Wer sieht mich? Ja,
nein, 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 nein. Scheibenkleister. Das ist ganz uncool. Das ist gerade richtig uncool. Okay, Leute. Weg hier. Nein! 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 So sterben Hypnotiseure! Nein! Okay, Leute. Das müssen wir jetzt hier ein bisschen anders machen. Dann halt doch auf die Art. Bin ich eigentlich immer kein Freund von. Hier kommt doch einer außen rum. Zeig dich! Zeig du dich! Kurz ein bisschen Luft holen hier. Oh Gott, da ist irgendeine Drohne. Ich weiß, dass wir fündig werden. Ja, ja. Wir werden beschossen. Was dauert da so lange, verdammt? Aber auf die Entfernung, was willst du da reißen? Gott, hier ist doch die Drohne. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich checke die letzte bekannte Position. Da drüben, über mir. Dort ist der okay, hin. Das ist mir Wumpe. Das ist mir egal. Was zum Teufel? Ach, weil ich jetzt gerade nichts hab. Nutella-Monster. Und weil ich ja nicht immer töten will. Zurück. Deshalb nicht tödliche Runter. Munition. Läuft doch hier. Und wie das läuft. So, hier liegt doch bestimmt noch ein bisschen was, oder? Sabotage. Sehr gut. So, Leute, jetzt lasst uns noch mal gucken nach den Technikpunkten. Das ist seltsam. Im Verzeichnis für die Lieferung, die du gerade zerstört hast, steht eine Internierungsanlage im Stadtteil. Aber eine, von der ich noch nie gehört habe. Jetzt müssen sie wohl erstmal ohne Masken und Gummischläuche auskommen. Da oben. Warte mal. Gut. Wo ist denn... Hier... Da oben. Naja, gut. Halt, stopp. So. Det hätt ma. Können wir hier verschwinden? Ja, okay, es war ein langer Weg. Und dann haben wir noch zwei. Und dann kommen wir unserem Profi-Attentäter etwas näher. Gebt uns, was uns zusteht. So, wo ist denn mein Brummrum? Oh Mann! Darf ich mal? So, was haben wir denn hier noch? VIP neutralisieren? Okay. Aber diesmal muss ich wirklich.
Also so cool wie das hier ist mit dem Hypnotiseur, aber... Na, darum geht's ja auch. Man muss ja dann auch für sich immer ein bisschen testen, ne? Schockdrohne, Drohnenruf. Ziehe Drohnen auf deine Seite. Nee, ich will... Den Brian! Weil ich so viel mit dem Nahkampf mache, deshalb nehme ich lieber direkt ihn gleich. Hoffentlich bist du gerade nicht beschäftigt. Du bist dran. Kein Problem. So, dann guck mal jetzt mal hier. Und jetzt? Gut. Wo geht hier das Brett auf? Und das ist aber auch weit. Okay, warte mal. So viel dazu, ne? Mensch, German Suplex, alte Rakete. Wir wären richtige Kumpis, habe ich den Eindruck. Das war eine coole Nummer. Das hat mir sehr gut gefallen. So, wo ist denn hier jetzt das Ziel? Okay. Ich glaube, ich muss hier runter. Ist doch kein Albion-Angestellter, doch, das ist. Äußerst effizient. Ja, Stück für Stück, ne? Gibt's nicht. Scheiße. War das? Sie kann den nicht ablenken gerade. Moment. Na komm, der kriegt das hier hin. Suchen wir den Wichser. Nee, lass mal. So, Leute, da oben. Hier ist ein bisschen Pinke. Und hier oben rennt doch unser Ziel anscheinend rum. Okay, dort ist noch einer. Wir müssen tatsächlich noch weiter hoch. Wo geht's hier? Ach, dort. So, da oben sind auch noch Technikpunkte. Junge. Okay. So. Jeder trägt die Verantwortung, die Strafe. Ach, das ist das Teil, oder was? Ja. Es geht um eine Drohne. Scheiße. Konnte ich hier hinten
nur eine Frachtdrohne rufen oder... Warte mal. War nur so eine Drohnenplätze. Frachtdrohne. War doch noch was. Fuck. Außer du tust mit der Frachtdrohne... Ich kann das Ding wohl einfach abballern. Es wird zwar ein bisschen sportlich. Kann man das kaputt machen? So Leute, ich hoffe. Ich könnte die natürlich kapern. Super geklappt. Dann Mann, war das einfach. Diese Drohne ist einem Albion-Internierungslager irgendwo im Stadtteil zugewiesen. Nach meiner Analyse wurde sie eingesetzt, um wichtige örtliche Aufrührer zu verhören. Eine Waffe weniger in ihrem Arsenal. So, nutzt mal das hier gleich mal, dass wir hier wieder runterkommen. Und wo ist dann Beweise fotografieren? Okay, das wird natürlich ein ganzes Stück wieder weg sein. Boah, trotzdem, lief richtig gut. Schnappen wir uns hier gleich mal. Taxi, sehr gut. Sehr schön. So, Beweise fotografieren. Ist hier noch kein Sperrgebiet. Stimmt, die Treppe hier hoch, oder? Diese Arena, die wir von Weitem gesehen haben, cool. Wenn man hier überhaupt reinkommt. Oh. Okay, da ist auf jeden Fall eine Luke. Hier haben wir Kameras. Wir gucken uns erstmal um. Am besten wäre es natürlich. Ach, da oben steht ja einer. Am besten wäre es natürlich, wenn wir hier irgendwo. Wir bahnen uns einfach mal unseren Weg. Wir gucken mal. Unten ist auf jeden Fall das Foto. Hier brauchen wir halt irgendwie den Schlüssel. Reicht die Entfernung?
Jawohl. Sehr gut. So, machen wir die noch frisch hier. Irgendwo noch Technikpunkte. Und wie komme ich hier runter? Manche Leute sollten ihre Medikamente nehmen. Ah ja. So viel fliegen mit oh, Vorsicht. Gut, aber ich habe ja den Schlüssel. Und damit kann ich ja. Oh, da ist ja neu. Was war das? Scheiße. Die habe ich ja total vergessen. Das reicht, ich bring das zu Ende. Ich hab dich, Schrot. Scheiße, 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 scheiße. Ich brauche Verstärkung an der Position. Schüsse! Alter, wie viel? Der Ball hat immer noch einer. Schnell hinterher. Oh! Wo bleibt denn die Verstärkung? Nicht mit Verstärkung. Das ist ja jetzt eine blöde Situation. Witwenmacher, ich grüße dich. Hallo. Oh, zum Glück. Gut, also wir haben Technikpunkte, dann gehen wir jetzt mal die Beweise fotografieren. Wie ging das? Das nehme ich gern. Was gibt es, Bagley? Anscheinend hat Albion die Positionen verschiedener Dissidenten in der Stadt markiert. Sie planen vermutlich nicht den Versand ihrer Weihnachtskarten. Ich sorge dafür, dass jemand eine Warnung losschickt. Schwarzes Loch von Bad Betters. Brilliant. Wir haben all unsere Albion-Ziele in Nine Elms getroffen. Es hatte einen Effekt. Jemand hatte den Mut, sich zu erheben und uns zu kontaktieren. Trifft die Person in Battersea. Jawohl. Rücke vor. Leute, jetzt kommt unser Agent. Also wir müssen jetzt hier noch eine Mission machen. Guck mal hier, eine Ladestation. Sehr gut. Guck mal, da ist er doch schon. Da ist er doch schon. Komme ich denn hier raus? Das Nichtbefolgen von Erwin-Anweisungen ist ein Verbrechen. Oh Gott.
das ist, glaube ich, kein... In diesem Einkaufscenter waren wir schon mal irgendwann. Na, no, da haben wir hier unten noch Zeug gemacht, das weiß ich noch. Erweiterte Sicherheitsprotokolle sind in Kraft. Alle nicht notwendigen Aktivitäten außerhalb der Wohnstätten sind untersagt. Hallo? Du bist es, nicht wahr? Ja. Dead Sack. Ja. Hätte ich nie gedacht. Ich sitze hier und hoffe, aber du bist wirklich aufgekreuzt. Super. Ihr habt in Nine Elms wirklich ein Feuer entfacht. Wir leisten nur unseren Beitrag. Was hast du für uns? Im alten Kraftwerk unter dem Einkaufszentrum geht was sehr Seltsames vor sich. Mir ist aufgefallen, dass diese Albion-Boote zu den Docks kommen, okay? Also habe ich mal nachgesehen. Ich bin dahin geschlichen. Das war wie in diesen Agentenfilmen über Geheimgefängnisse im Nahen Osten. Da kam ein Boot und so ein paar Albion-Schläger haben zwei Leute runtergeschleift. Mit Handschellen und schwarzen Säcken über dem Kopf. Verdammte Scheiße. Wart's ab. Ich habe einen der Typen an seinen Klamotten erkannt. Ein Anti-Albion-Aktivist. So ein echter Guerilla, verstehst du? Albion muss diesen Ort als Geheimgefängnis nutzen. Dort können sie Dissidenten festhalten, ohne dass jemand davon was weiß. Ganz genau. Dadzek, ihr müsst diesen Leuten helfen und dem Treiben da unten ein Ende bereiten. Und dann erzähle ich es weiter. Vor allem waren wir da unten schon, ne? Und jetzt gehen wir da nochmal hin. Na, ist ja egal. Ja, Witwenmacher, Woche war, ja. So ein Geheimgefängnis wird sicher schwer Wie bewacht. Immer. Wir müssen uns unbemerkt Zugang verschaffen. Es gibt einen verlassenen Bereich des Kraftwerks, in den man kommt. Ich habe die verfügbaren Battersea-Blaupausen analysiert und die wahrscheinlichste Position dieses Albion-Gefängnisses ausgemacht. Du solltest durch das Kraftwerk reinkommen. Rücke vor. Ach so, ich dachte hier unter dem... Oh, Scheiße. Gebe dir Deckung. Oh? Blöde Sau. Das war Gemähne. Dumpfbacke. Okay. Wie noch weiter runter? Ist doch Wasser. Oh, war hier nicht einer? Ach, da. Ich glaube, der wollte gar nicht Böses. Hier, was soll ich hier noch unten? Verlassene Kraftwerk. Ey, hier geht's. Muss es irgendwo noch weiter runtergehen? Oh! Hört das jemand? Was war das? Macht schon coole Moves. Hier, komm, hier, komm, komm. Egoistisches Arschloch. Oh. Also, wo geht das dort runter? Ah.
Blex, mein Guter. Grüß dich. Ist erstmal irgendwo. Der Schlüssel. Also, wir müssen noch weiter runter. Wo weiß ich noch nicht. Erstmal Moon. So. Oder war noch irgendwo jemand? Hallo. Muss doch hier irgendein Seitengang sein, wo es noch weit. Ah. Schau an, guck! Na komm, ist es kein Laufsteg? Ja, der German Suplex. Sehr gut. Schau an, haben wir es gefunden. Finde ich super. Find ich super. So witzig es auch ist, dich beim Herumgrapschen im Dunkeln zu beobachten, wird das hier wohl nicht funktionieren. Ach nee. Jemand hat hier eine Nachrichtendrohne gelagert. Damit kannst du dich durch das Kraftwerk navigieren. Ist das so? Ganz schön dunkel hier. Ups. Ah ja. Aber ich muss die schon benutzen, ne? Will man jetzt nun hoch oder runter? Oh, da ist irgendwas. Ah, das muss man aktivieren. Du brauchst das Ding wirklich für Licht. Ja, okay. Okay. Das ist ja irgendwie mal geil. Scheiße, jetzt sehe ich das da. Gar nichts, ne? Das ist ja irgendwie krass. Jetzt leuchten wir mal in die Richtung. Kann ich hier runter? Okay, jetzt hole ich sauber. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Fahr wieder hoch. Oh ne, jetzt. Nee. Nee. Das wäre jetzt ja super kaum gewesen. Also du musst. Hier so hin. Noch mal aktivieren? Ich denke mal ja, ne?
Lunatic Elmo. Grüße. Ein Albion-Geheimgefängnis für politische Dissidenten direkt vor unserer Nase. So etwas dulden die Leute in Nine Elms nicht. Ich weiß, dass sie sich dem Widerstand anschließen werden. Aber nur, wenn wir als Beispiel dienen. Und die Leute befreien, die in diesem alten Kraftwerk festgehalten werden. Stimmt wohl. Ja. Du willst aber wirklich nicht, weil ich hab echt hier Schiss, dass ich hier einfach irgendwo runterfalle. Kann man hier irgendwo mal eine Funzel anmachen? Ich weiß ja nicht mal, ob das richtig ist, wo ich... So, da hinten ist die... Tür elektronisch, ne? Und wo ist... Aha! 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 Na, sprech doch mit mir! Warte mal. Müsste man das jetzt eigentlich entsperren können? Genau. Das entsperren. Das geht noch nicht. Unten. Hier. Sperren. Wieso geht das noch nicht? Hier. Sperren. Oben lang, oben lang, oben lang. Scheiße, jetzt brauche ich hier wieder die andere Seite. Genau den. Und das entsperrt. Internes Netzwerk entsperrt. Ich dachte ja, jetzt geht um wenigstens mal Licht an. Hast du die ersten beiden Teile gespielt? Brauche ich die Erfahrung für die... Nein, brauchst du nicht. Also ich habe auch bloß den ersten damals komplett gespielt und den zweiten halt so ein paar Stunden. Aber... Nee, brauchst du nicht. Wirst trotzdem genauso viel Spaß haben mit dem Spiel. Ich hab schon wieder... Weil wenn du nämlich LB kurz drückst, deaktivierst du. Du musst lang gedrückt halten. Es ist so schlimm. Und das alles nur... für den Attentäter. Gehe ich denn dann jetzt hier eigentlich am besten lang? Gibt es dann hier eine Leiter, falls ich runterfalle? Der muss hier schon den Jump Around machen, ne? Gott. Wo bin ich überhaupt? Ja. Spring! So. Bin ich doch eigentlich... Ach, ich weiß aber nicht, ob da noch irgendwas war. Ich weiß es nicht. Ah ja. Großes Folterverlies. Die Leute, die hierher gebracht werden, werden so lange bestraft, bis sie gebrochen sind. Und dann verschwinden sie vermutlich für immer. Das ist echt furchtbar. Sie foltern sie, bis sie Informationen preisgeben. Holen wir sie raus. Sie haben genug gelitten, meinst du nicht? Diese Steuerungskonsole öffnet alle Zellen und schaltet das Licht an. So sollten alle Häftlinge entkommen können.
Wo ist denn die Steuerkonsole? Jetzt mit Gegnern? Okay, man kann es kurz so machen. Das nächste Gebiet freigeschaltet. Das heißt freigeschaltet. Also ihr wisst schon. Jetzt haben wir den neuen Agenten. Der Naruzzi, kommt hier mit dem Raid ich vorbei. Ich bin so froh, dass du diesen Leuten helfen und dieses Gefängnis aufdecken konntest. Jetzt kann Albion das niemand anderem mehr antun. Mission erfüllt. Nein, Ernst ist auf eurer Seite. Albion hat keinen Einfluss in diesem Stadtteil mehr. Ausgezeichnet. Vielen Dank für alles, Detzek. Das Wort macht die Runde. Nieder mit Albion. Habe ich echt die Technikpunkte vergessen, Scampy Joe? Ich habe da schon gar nicht mehr drauf geachtet. Scheiße. Jetzt weiß der gesamte Bezirk Bescheid. Die Berichte der Leute, die da drin waren, werden Nine Elms sicher anstacheln. Sehr gute Arbeit. Leute, jetzt haben wir den Profi-Attentäter. Jawohl. Jawohl. Mal sehen, was die so für krasse Fähigkeiten hat. So, extra Fraktionsschaden, Ausweichmanöver. Der Palimbi lässt ein Follow da. Ich grüße dich, herzlich willkommen. Was habt ihr denn gespielt beim Naruzzi? Ich hoffe, was Schönes. Ich grüße dich, mein Guter, hallo. Sofort ausschalten mit Pistole. Ah, Desert Eagle plus G36. Mensch, wir wären sofort Freunde. Die nehmen wir mal. Cyberpunk habt ihr weitergespielt. Na, sehr gut. Sehr gut. Ja, haben wir ja auch hier erst gespielt, aber heute wollte ich einfach mal bei Watch Dogs Legion weitermachen. Was ist eine Armee ohne Soldaten? Gut, dass du bei ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Brillant. Ich will noch nicht in den Ruhestand gehen. Lass uns loslegen. Ausgezeichnet. Ja, der Odi-Granny-Stimme. Ist mir egal. Sie hatten G36. Okay. Leute, das wollte ich packen. So. Gut, das sind alles Rekrutierungsmissionen. Wie sieht's denn eigentlich mit Technik auf? Siehst du, können wir jetzt ein bisschen mehr machen, ne? Jetzt können wir Geschütztürme deaktivieren. Und wir können eine kleine Drohne, die geradewegs auf Ziel aufliegt, mit tödlichen Aufprall. Ah. Du hast gefrustet ausgemacht. Naruzzi. Oh, das ist natürlich nicht gut. Bei Lunatic Elmo liegt Cyberpunk unter Weihnachtsbaum. Ah, guck an, guck an. Also ich bin hier wieder mal... Ich nehme das mal mit den Geschütztürmen mit. So. Eine tödliche... Haben wir die Gegner unter Strom setzt und Drohnen wie Fahrzeuge schwer beschädigt. Noch nie benutzt, ne? Brauche ich auch nicht. Hier, Jagddrohnen kapern. Das finde ich halt wichtig, dass du den ganzen Schüssel da kapern kannst. Weil auf schwer echt nervig. Aber warum tust du dir das an, das auf schwer durchzuspielen? Okay, ich sag mal, die einen sind für Gameplay, die anderen sind für Story, ne? Ja, alles cool. So, Leute, jetzt haben wir die. Wollen wir? Komm, Leute, wir machen die eine Mission hier noch. Die 404-Mission. Oh, jetzt muss ich hier wieder so ewig weit latschen, ne?
Steht hier irgendwo mal ein Moped rum? Weiß ich nicht. Weil auf normal fallen die One-Hit um. Oh. Okay, wenn man natürlich die endkrassen Waffen dann schon hat. Ja. Nein. Boah, laufe ich hier Richtung Straße? Irgendwie schon, ne? Ah, da hinten ist eine Straße. Oder nicht? Oder doch? Ich bin verwirrt. Jetzt sag mir nicht, dass das keine Straße hier oben ist. Entschuldigen Sie mal. Hier ein Automatikauto, bitte? Nein. Halt, stopp! Ah, sehr gut. So, Leute. Dann wollen wir mal. Wollen wir mal gucken, was ist mit der guten... Wie hieß sie? Noke? Noke? Ja, ich glaube, so hieß sie. Was mit der auf sich hat? Heiko, ich grüße dich. Ein freundliches Goodie zurück. Die werden uns bestimmt helfen, diese 404-Typen. Bin mir ganz sicher. Und dann machen wir den Kelly-Clan nieder. Ich finde, das klingt nach einem Plan. Und hier gibt es eine Taxispur. Also hätte eine sein können. Bisschen Schwund ist immer, ne? Wir sind gleich da. Vorsicht! Ich fahre wie ein junger Gott gerade. Deshalb fahre ich so halb einen Menschen um. Sehr gut. So, wir sind da. Lösche den Quantencomputer. Was ich kann, ne? Erstmal halte ich hier. Wisst ihr, links ist ein Parkplatz und ich stehe wieder mitten auf der Straße. Ich bin echt so ein richtiger King Dingeling. So. Hallo. Ich bin da. Sehr gut. Es geht um Folgendes. Im Nexus Tower steht ein Quantencomputer, der von Albion verwendet wird. Er simuliert die zivile Reaktion auf große Ereignisse. Massenverhaftungen, Deportationen, Bombenanschläge. Diese Schweine wollen rausfinden, womit wir sie davonkommen lassen. Ein ganz fieses Gerät. Zerstöre den Quantencomputer, das ist der Auftrag. Das ist ja eh, da haben wir ein Glück. Ah, die Alten reißen es immer, ne? So, wir müssen hier mal hoch. Da gibt es so Technikpunkte. Cyberpunk wird richtig teuer für CD Projekt, was man so alles liest. Echt? Mal ablenken.
Aha! Und da war ein Geschütz. G36. So schön, diese Waffe zu sehen. Hier langsam ein Problem. Es gibt keinen Ausweg. Scheiße, hier schießt irgendjemand auf mich. Nein. Oh Gott, Kacke. Nein, nicht Granny. Neutralisiere feindliche Zielperson. Oh, war das knapp. Keine Angst, lausige Blechdose. Oh. Was ist denn jetzt hier noch einer? Ich rücke vor! Ey, das war knapp! Alarm, ich wiederhole! Alarm! Stand auf die Raumzeit 10:13! Mit ihrem G36, die macht schon los, die Gude. Gefällt mir. Du bist ein Naturtalent. Als Dank. Nächstes warten wir darauf, dass Naut sich wieder bei uns meldet. Aber warte nicht hier. Das wäre eine Scheißidee. Allerdings. So, jetzt hätte ich gerne... Okay. Wollen wir natürlich noch die Technikpunkte abholen. Wo sind sie? Ach du Schande. Und wozu? Schafft er das auf der Scheibe? Wir haben schon so viele komische Sachen hier hingekriegt. Na verdammt. Jetzt mal Lowdowns, ne? Ich meine, ja.
Ich muss doch hier auch so noch irgendwie hier hochkommen zu Fuß. Was ist das? Aha. Aha. Ich komme aus dem Gebiet. Nee, nee, nee. Jetzt habe ich hier erstmal noch einen anderen Auftrag. Wie komme ich denn da hoch? Erstmal brauchen wir hier Saft. Leute, kann es sein, dass das irgendwann später kommt? Aha! Das ist jetzt die große Frage, ne? Wo wollen wir lang? Meine Kamera. Ist das euer Ernst? Ist es euer Ernst? Wird da irgendwo oben eine Kamera hängen? Macht's halt eben nicht. Oh, da kann ich hochgehen. Du Mensch! Hier ist so eine Treppe! Manchmal frage ich mich echt. So, dann können wir dich nämlich auch mal ganz kurz einsägen. Schmeiß mal dich mal da hoch. Dann holen wir uns erstmal die, die Technikpunkte. So, jetzt befassen wir uns mal mit dem Schmutz hier. So, ich habe doch hier oben was gedreht. Ah ja, ah ja. Geht jetzt schon mal hier runter. Okay. Jetzt müssen wir mal die andere Seite auch nochmal aktivieren. Die kommt von da. Also brauchen wir da Saft. Da. Können das entsperren. Gehen hier runter. Und jetzt ist doch hier unten eigentlich alles tutti frutti. Und können das entsperren. Jetzt können wir das deaktivieren. Was hat mir das gebracht? Ich wette mit dir, das ist irgendeine Mission später. Irgendeine Mission dann später. Und was mache ich hier? Ich mache es jetzt schon. Super gemacht. Hier soll irgendwo ein Audio locken. Auf das Brett. Ah ja. Hey, Prinzessin. Wollte nur deine Stimme hören. Oh, das ist neu. Bringen die euch bei, romantisch zu sein? Irgendwie schon. Hört zu, vielleicht ist es ja nichts, aber ich werde hier ein wenig paranoid. Ich dachte, das Nexus-Büro wäre ein toller Aufstieg. Das stimmt. Aber, weißt du, hier ist es mir zu laut. Klar. Okay. So, was? Hier ist es besser. Also, pass auf. Ein paar der Jungs verschwinden. Vielleicht steigen die ja auch auf. Aber ich weiß, was wir sonst so machen. Stimmt. Ich glaube, du bist paranoid. Hör zu, du wurdest befördert. Mach dir keinen Kopf. Vielleicht hast du recht. Aber vielleicht war das keine Beförderung, sondern nur ein Weg, um uns noch stärker zu kontrollieren. Weißt du, das Management... Sehr gut. Ich freue mich, dass wir eine vertrauensvolle Basis haben. Ich zeige dir den Auftrag, den ich gerade untersuche. Mache. Geh zur GBB. Du solltest sie problemlos finden. Puh, zur GBB. Oh, ich glaube... Für heute reicht's. Ihr
jetzt fahren wir nochmal zurück hier zu unserem Headquarter, um den eventuellen Speicherbug zu umgehen. Die Angst spielt jetzt immer mit bei uns. Wir haben ja heute fortschrittstechnisch schon so einiges geschafft. Schon so einiges geschafft. Motorradfahren ist nicht so einfach. Aber hier, die gefällt mir. Das ist so eine Rekrutin, vor allem mit ihrem G36-Gewehr. Jawolle. Also wenn es da wirklich mal zum Feuergefecht kommen sollte, läuft das mit der. Gefällt mir. Nee, schön. Hat richtig Spaß gemacht, mit den Watch Dogs hier weiter zu spielen mit euch. Und dadurch, dass ich ja jetzt Urlaub habe und man ja eh nicht so viel machen kann, werden wir uns da bestimmt ziemlich schnell wiedersehen. Mit Watch Dogs. Ist echt ein schönes Spiel. Echt ein schönes Spiel. Ich find's richtig gut. Gehen wir hier mal kurz so rein. Aber wir können mal gucken, ob man ihr... Obwohl ich ihr Outfit eigentlich so ziemlich cool finde. Ich höre nach deinem Livestream den Drei-Nasen-Podcast. Das kannst du machen. Das kannst du machen. Wollen wir hier nicht mal? Guck mal, wir gucken mal. Beinbekleidung. Kommt eigentlich ziemlich cool. Warum denn nicht? Habe ich das jetzt gerade echt gekauft? 6.000? Wofür gibt etwas man sonst Geld hat aus? Keinem geschadet. Wie so eine kleine Rocker-Oma hier. Na komm, bringen wir mal ein bisschen Farbe hier rein. Eigentlich. Kommt schon? Ja, ja, Hüte. Haben wir was anderes? Okay. Stylische Brille. Ach, kann man auch lassen. Gesichtsmode. Oh Gott. Taschen. Auch immer wichtig. Ey, komm, das. So eine schöne Deadsec-Tasche. So, noch den passenden Schuh. 7.000, ihr habt doch Lack gesoffen. Jetzt ist es so eine richtig schöne Deadsec-Granny. Gefällt mir. Gefällt mir. Sehr gut. Hat ein Täschchen. Alles blinkt ein bisschen. So wie es bei Watch Dogs sein soll. Hab heute auf YouTube die SnowRunner-Folge in Imantra zu dem Panzerwagen geschaut. Fühl dich nachträglich getröstet. Ich hab's überwunden. Aber das war schon eine heftige Action gewesen. Ey, oh, so ein Pech. Was heißt Pech? Ne? Es war halt, hat halt einfach nicht so geklappt, wie es klappen sollte. Ne? So, Leute.